yo, 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 willkommen zu der kleinen Autoshow. Hot Beats! Ja, Spaß beiseite, da ist er wieder eigentlich zurück. Natürlich ein paar Tage später jetzt, weil das war ziemlich dunkel und ziemlich spät, den einen Tag. Das ist meine Ausbeute, guck dich jetzt an. Das ist eine riesige Ausbeute auf jeden Fall von den Five Packs. Überkrank, würde man sagen, ja. Ja, da kommt der Sammler eben durch, ne? Wie machen wir das jetzt am besten? Also ich habe ja einen hier doppelt gekauft. Ich glaube, ich zeige ganz kurz die doppelten. Genau. Das Mustang Pack kennt ihr ja schon. Habe ich auch, glaube ich, öfter gezeigt. Da mal schön meine Schuhe hier sehen. Jawohl, die alten Latschen. Das Mustang Pack kennt man ja. Habe ich auch schon vorgestellt. Damals, wo ich es neu, das erste Mal gesehen habe. Gibt es mittlerweile wirklich wie Sand am Meer, also kriegst du überall eigentlich. Müsst ihr mal kicken, das ist wirklich sehr häufig zu bekommen. Was ich nicht gefunden habe und was sehr schade ist, ist dieses Corvette Pack. Wer sich daran noch erinnern kann. Also wie gesagt, das habe ich doppelt jetzt wegen Umbauten. Auf jeden Fall schöner Ford hier, Mach 1, dieser geile. Wie gesagt, ich habe das ja mal vorgestellt, das könnt ihr nochmal im extra separaten Video euch genauer angucken. Da quatsche ich auch mehr darüber, stellt es vor und so weiter, aber wir zeigen es ganz kurz mal. So, erstmal weg damit. Dann habe ich mir dieses doppelt gekauft, ihr seht es, weil auch zum Umbauen von dieser Karre auf jeden Fall, der Buick International und diesen Teil. Was mir aber aufgefallen ist, kickt mal ganz genau hin, kickt mal hier auf diese 5, ja, wie weit die vom Unterboden absteht. Das ist das, was ich immer sage, vergleicht die Autos, weil manchmal gibt es Fehldrucke. Und jetzt kickt euch mal diesen an. Ist zwar nur minimal, aber es ist, die Zahl ist viel zu tief am Boden. Ja, also da haben die sich ein bisschen, sag ich mal, verdruckt. Es geht noch, ja, es geht gerade noch so. Aber zu diesem Beispiel, sie ist viel höher. Und damit auch diese Wagen. Ja, ich glaube, ich brauche gar nicht so schreien. Da war die Batterie aber wieder mal alle. Naja, klar. Oder sogenannte Akku. So, den will ich auf jeden Fall umbauen zu Real Rider. Deswegen zweimal gekauft. Ja. Hinten das Bild. Zeigen wir aber jetzt gleich nochmal anders. Des Weiteren habe ich mir die doppelt gekauft. Den habe ich auch schon. Ich weiß ja nicht, ob ich das mal vorgestellt hatte. Früher müsste, aber eigentlich müsste ich vorgestellt haben. Den habe ich neulich auf dem Flohmarkt bekommen hier. Für 30 Cent, ihr lieben Freunde, und auch so ein eigentlich sehr guter Zustand, habe ich ja gezeigt in dem einen Video. So wie gesagt, das ist auch zum Umbauen gedacht. Schön die Flames, und deswegen habe ich ja gerade erzählt, ist es komisch, dass dieses Corvette-Pad nicht zu finden war. Pack. Ja, das Corvette-Pack war nicht zu finden, wobei das hier zu finden war. Und ich bin der Meinung, dieses Corvette-Pack kam später raus. Hier ist sogar ein Druck auf der Seite. Seht ihr das? Da könnt ihr das irgendwie vielleicht... Nee, wa? Schade. Ja, dafür ist die Kamera nicht gut genug. Ah, schade. Nee, das sieht man nicht. Das ist natürlich schade. Weil daran könnte ich euch jetzt sagen, wie man das auch erkennt. Ja, müsst ihr mir jetzt einfach mal vertrauen. Das ist hier reingestempelt. Und zwar vom 1.2022 steht da. Da ist das Ding angekommen bei uns hier in Deutschland. Ja, krasse Sache. Da steht auch nochmal eine Nummer. R04. The Numbers Game sozusagen. Hä? Grüße ihn mal an den Diecast Hunter raus, der das neulich schön erklärt hat, an was man irgendwie so bla bla das alles erkennt. Ne? Von welchem Jahr und sowas. Das war sehr, auch für mich als übelst alter Sammler, ja, sehr. Wie sagt man, wie nennt man denn das? Informativ, genau. So, dann habe ich das gezeigt, glaube ich, beim Kaufen schon, ist mir das aufgefallen. Die habe ich eben auch doppelt gekauft, um sie umzubauen, ja. Hier bei dem ist die Scheibe da ganz schön angefressen. Also schlecht verarbeitet oder bearbeitet. Bei ihm zum Glück ist sie gut. Deswegen sagt ihr immer, vergleicht die Karren, bevor ihr euch dann ärgert. So, dieses Pack wird umgebaut natürlich mit diesem schlechten Ding. Das werde ich dann wegschleifen. So, dieser. Dafür doppelt gekauft. Helle Nummer. Oder auch vielleicht zum Tauschen. Muss man sehen, muss man kicken, muss man sehen.
So, und das ist meine Ausbeute, also meine, die ich jetzt, sag ich mal, auch so lasse, sprich in der Verpackung drinne und ja, so sammle, wie sie sind. Ist natürlich hier bei diesem Beispiel ganz schön krass, weil die Karre ist hässlich, die ist hässlich. Das Ding geht gerade so, weil es eben ja, ein abstraktes Schrottmodell ist. Könnte man noch durchgehen lassen, aber es ist auch irgendwie ja, blödsinnig, weiß ich nicht. Es sieht aber auch jeder anders natürlich, ja, ist ja das Schöne. Ist aber für mich, wäre das eigentlich wirklich eher für Kinder, so ein Pack. Hier hinten, so sieht's aus, Demo Destruction nennt sich das. Die erste Karre ist ein, wobei das hier auch manchmal nicht ganz stimmt. Die erste Karre ist anscheinend ein 96er Chevy Impala SS, das stimmt. Speed Bump ist das Schrottauto. Weiß nicht, ob man das hier alles so überhaupt gut sehen kann. Aber ich denke mal, also der ein oder andere von euch, der eh auf die Jagd geht, so wie ich, hat das wahrscheinlich auch schon im Laden gesehen. Das ist der Plymouth, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Ah ne, Schwachsinn. Bang, kriege ich gleich eine. Das ist der Dodge Coronet. Ne, Coronet Super B. Danach kommt der Heavy Hitcher und danach Enforcer. Brauchen wir ja nicht wissen. Also dieses Ding Heavy Hitcher und dann Enforcer. Ja, ist halt was für Kinder, ne? Wobei Erwachsene sollen ja auch auf sowas stehen, ne? So, diese Karre, um die ging es mir eigentlich. So verrückt ist man, dass man da 5 Euro dann ausgibt. Aber es ist ja die auch noch dabei. Also kannst du sagen, 2,50 bezahlt für beide. Das ist schon ein bisschen eine teure Variante hier. Wir kommen gleich zu der anderen Variante, wo es nämlich genauso ist. Und zwar bei diesem Pack hier. Wo auch eigentlich mir... Ja, das ist ja Roger Dodger 2.0. Gefällt mir absolut auch nicht. Dieser Nitro Slom, Slom de la Brr, Door Slammer. Jetzt merkt man wie Steffen Bullen. Der Door Slammer. Grüße ihn mal rüber. sieht zwar irgendwie fresh aus, aber es ist eben ein ja, Fantasy-Modell. Genauso wie dieser Roger Dodger. Also hast du theoretisch nur 2 geile Karren hier drin. Ich muss aber sagen, da ich ja auch auf so eine Dinger manchmal stehe, der Raptor, der ist eigentlich ja nicht so schlecht. Also 3 Karren, okay. Kann man mit einem Auge zugedrückt noch nehmen. Hier oben auf jeden Fall Corvette, sieht man ja. Und mir ging es aber fett um diesen hier. Yeah, geiles Teil. Dodge RT. Und wir haben hier drin, wie gesagt, die erste war die Corvette ZR1 Konvertibel. Der zweite ist der Roger Dodger. Hier übrigens ein sehr geiles Bild. Wow, oder? Wenn man nicht so zittern würde. Ein geiles Bild. Also so eine Werkstatt will ich mir auch noch mal irgendwann bauen. Horsepower. Roger Dodger 2.0. 17er Ford. Oh, das ist ein Ford, der Raptor. Cool. F-150 Raptor. Dann der 17er Dodge Charger RT und Nitro Door Slammer. Wie gesagt, ein sehr geiles Pack eigentlich. Theoretisch könnte ich die Packs alle einzeln filmen, ja, würde mehr Klicks geben. Klicks, Klicks! Ich brauche Klicks! Ich bin Klickgeil! Der Klickgeile, genau. So, die beiden Packs haben wir auf jeden Fall erstmal abgefrühstückt. Ist mal, da muss ich selber lachen. So, da hätten wir natürlich diese Motorshow gekauft. Motorshow, da sind wirklich alle Karren eigentlich geil, bis auf diesen auch wieder so eine Fantasy-Karre. Wobei ich es gar nicht genau weiß. Es könnte auch wirklich einer sein, den es gibt. Oben auf jeden Fall Ford GT, sieht man sofort. Sofort! Hinten auch ein schönes Bild drauf, muss man mal sagen. Richtig geil gemacht. Und da seht ihr ja, wer da so drin ist. 2016 Ford GT Race, denn Crescendo nennt sich dieser komische, denn haben wir einen 1967er Ford GT40, dann Lamborghini Countach und dann Aston Martin hier unten. Ja, nice. So, wie gesagt, ich sag immer wieder, wer das nochmal anders sehen will, guckt im YouTube, es gibt genug Leute, die diese Packages auch aufpacken und dann euch zeigen. Ja, ich bin ja nicht der Einzige und deswegen, ich lasse die so, weil ich sammle das so. Das Einzige, was ich aufpacken werde, werden die Dinger sein, hier zum Beispiel dieses Pack, was ich dann umbaue oder auch das Pack. Die werde ich vielleicht vorher unboxen, bevor ich das mache. Yeah, mein Lieblingslied, come on here. So, das Ding ist auf jeden Fall auch geil. Ein geiles Teil, 67 steht da drauf, Ford. Oh,
und hier, da sieht er, warum die 67 draufsteht, weil das einer von 67 ist. Oh, von 1967, also das ist schon krass. Sieht immer noch geil aus, finde ich. 2023, überleg mal. Also, ich würde da nicht nein sagen. Hat auch krasse rote Felgen, muss man sagen. Sieht geil aus. Schön gemacht. Auch er hier hat schöne weiße Felgen. Das ist auch geil gemacht. Auch der hier oben mit den weißen Felgen. Richtig nice. Also dieses Package ist auf jeden Fall eigentlich ein Muss. Deswegen gekauft. Wie gesagt, der Havi Circle Tracker ist auch so ein Ding für sich. Weil wie gesagt, diese Karre ist hässlich. Und die auch. Finde ich jedenfalls. Aber wir haben hier eben diese Karre drinne, die es nicht als Mainliner so gibt, so viel ich weiß. Und die auch nicht, der Buick. Den Ford gab es schon öfter, den Ford Mustang, aber auch lange nicht mehr gesehen. Und vor allen Dingen in dem Outfit ist das richtig geil. Oder in dem Style, sag ich mal. Dieses Mintblau oder Mintgrün, es ist einfach nur geil. Ja, und dieser Buick International, Grand National meine ich, Entschuldigung. Hinten aber auch so ein Kinderbild drauf wieder. So, der erste ist, wie gesagt, ein Camaro Z28. Kannte ich so auch noch nicht. Also ich weiß nicht genau. Ich glaube, ich habe den noch nicht. Ein schönes Teil auf jeden Fall. Vitusky Auto Body. Das Ding brauchen wir ja nicht näher zeigen. Das ist, ja, weiß ich nicht, was für Kinder eben. Fast Guessing nennt er sich. Danach kommt Maximum Leeway. Hä? Quatsch, siehst du mal, das stimmt hier nämlich nicht. Maximum Leeway ist der hier unten. Da steht sie mir drauf, Leeway. Also das muss der sein. Und dieser hier ist nämlich, ich dachte nämlich schon erst so, Maximum Leeway ist das da, also kein Buick? Und das ist aber falsch. Das ist der Buick, sprich der Buick Grand National. Und dann kommt der 70er Ford Mustang Mach 1 mit einer geilen 2 drauf. Da so. Schön gemacht, ob das Design. Seht ihr das da? Ja, und ich kann nur noch mal sagen, wie gesagt, guckt bei anderen Leuten auf den Kanälen, die geben sich auch mal alle Mühe, deswegen, die packen die Dinger aus. Bei ihm ist natürlich auch geil, ich werde den auch wahrscheinlich umbauen und tiefer legen, weil der ist mir einfach zu hoch, sag ich mal, zu hoch gelegt. Und auch viele sagen wahrscheinlich, ja, schön tiefer legen, schön Real Rider drauf, yeah, geil, geil, geil. Also deswegen, diese drei Karren werden wahrscheinlich umgebaut. So, dann haben wir dieses Harvey Race Pack, habe ich mir geholt, wo aber leider auch eben damals, wo es die für 8 Euro gab oder so, ja, hat man halt, man wiegt eben ab, oder wie man sagt, man wiegt ab und sagt so, ja, die Karre ist hässlich, die ist hässlich, ja, was soll ich damit? Der ist auch nicht so mein Fall, also eigentlich nur zwei Karren, die geil sind, für mich. Aber ich muss sagen, den finde ich auch okay, also sind es drei Karren. Der ist übrigens hier super alt, also der ist glaube ich von 2001 oder irgendwie so die Zeit. Das ist ein ziemlich altes Teil, was sie hier wieder rausgeholt haben aus der Versenkung. Geile Nummer. Wie gesagt, oben schöner Camaro, das sieht man ja schon. Ja, ich kann nur sagen, wie gesagt, es fängt da wieder an. Guckt euch das nochmal woanders an, weil ich sehe, auch bei mir ist das hier einfach... Warum spiegelt das so? Es ist schon keine Sonne mehr da. Verstehe ich nicht. So, Harvey Race Team, hinten mit diesem schönen Bild. Geil, geil, geil. Der erste ist der 67er Camaro. Sag ja, dann kommt der 99er F-150 SV Lightning. Aha. Auch ein Ford. Geil. Das ist eigentlich cool. Wir haben hier zwei Ford. Diesen Raptor und diesen jetzt. Das ist cool. Dann haben wir den 70er Plymouth Superbird. Eigentlich ist Ditte für mich der Daytona gewesen, oder? Dodge Daytona. Das ist komisch. So, denn Dirty Outlaw nennt er sich hier wahrscheinlich. Und das andere Hightech Missile. Ah, Hightech Missile, ja. Das ist eben was für Kinder. Auf dem Modell stehe ich auch nicht so. Aber gut, für den Preis war es dann okay. Wieso, wir sind bei 12 Minuten. Mann, Mann, Mann. Haben wir gezeigt, war hier genau. Sehr gut. Dann kommen wir zu den letzten Dingen. Ja, Nightburners. Oh, ich merke auch schon wieder, ich stehe hier so blöd. Man hat hier schon wieder Rücken jetzt. Nightburners Pack, habe ich ja vorhin kurz gezeigt. Oben eine ganz hässliche Karre, braucht kein Mensch, außer vielleicht Kinder. Und zwar ist das der Alpha Pursuit. Hinten aber ein geiles Bild. Kick dich das an. Geil, Alter.
So, dann haben wir den Mazda Savanna. 89er Mazda Savanna. Den es auch in diesem schönen Chrom-Metallic-Grün gab als Einzelauto. Hier ist er in Gelb drin. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob es den auch einzeln als gelbes Auto mal gab. Weil es gab einige von denen in den letzten Jahren. Oder in den letzten 2 Jahren. Denn hier unten, Prelude! Grüße an alle Preluden-Fans! Ja, ein Honda Prelude von 98. Geiles Teil. Schön in weiß. Vorne die Lampen. Also der sieht schon so fresh aus, finde ich. So geil macht die Karre. Auch hinten die Lampen angezeichnet. Man muss auch hier sagen, auch bei dem Mazda Savanna die Lampen schön angezeichnet. Außer vorne. Aber bei ihm hier beim Prelude. Richtig geil. Hinten auch das Honda-Zeichen dran. Das ist auf jeden Fall ein Schmuckstück. Und da verstehe ich den einen Typ aus der Community, der diese nur sammelt. Mittlerweile kann ich dich verstehen, mein Junge. Und ich will den eben auch umbauen zum Real Rider machen. Richtig geile Chromfelgen drauf. Wobei diese weißen Felgen auch echt geil aussehen, muss man mal sagen. Dann haben wir den Datsun. Auch ein richtig geiles Teil mit diesem G-Ready drauf, Kaido House. Einfach nur geil gemacht. Richtig geil. Also dieses Pack war auf jeden Fall ein Muss. Ich weiß nicht, warum ich da überlegt habe bei 8 Euro. Ja, wahrscheinlich, weil die obere Karre mir nicht zugesagt hat und der hier unten halt auch nicht. Den gab es auch schon ein paar Mal als Mainliner. Habe ich 2 Mal gekauft und danach habe ich gesagt, ich muss den nicht in jeder Farbe haben. Jetzt habe ich ihn wieder in einer anderen Farbe, aber wie gesagt, das ist so ein Ding, was nicht sein muss, für mich zumindest. Und zwar ist das der McLaren Speedtail, genau. Ja, und damit sind wir durch hier mit der ganzen Showse, unser Homie. Grüße ihn mal ein Ditsche rüber. Der wird das natürlich nie gucken, weil er ist ja kein Autofan. So, jetzt muss ich aber mal kurz überlegen, wo ist der? Ach, hier ist er. Zack, da ist er. Und den habe ich in dem einen Teddy-Laden gefunden, wo ich mit der Frau noch gesprochen habe. Und da habe ich die ganze Kiste durchgewühlt, ihr lieben Freunde. Ja, ich habe das nicht aufgenommen, glaube ich. Und habe mir den denn ja, gekauft, weil ich dachte, hey, hast du eine halbe Stunde rumgewühlt und gesucht, dann kannst du auch einen mitnehmen. Und dieses Teil habe ich ja in weiß, oder ihr kennt den auch in weiß. Und ich habe da gesagt, ja, mir reicht der in weiß, ich brauche den jetzt nicht in 1000 Farben wieder haben. Aber ich sag mal so, dieser blaue Stil ist auch sehr geil gemacht. Diesen Rot und Weiß und Blau, schöne weiße Felgen, also das ist schon eigentlich wirklich geil gemacht. Deswegen habe ich gesagt, komm, für 1,50 nehme ich ihn mit. Auch dieser Motorblock da, ne, ihr seht es, ihr kennt es ja mittlerweile. Schön Nissan vorne drauf. Er ist einfach geil. Und ich finde, eigentlich ist er ein Muss. Ja, das war die Ausbeute, meine lieben Freunde da draußen. Für diese übelste Five-Pack-Jagd. Und ich war, glaube ich, in... Oh, ich müsste jetzt lügen. Ich müsste... Das ist ein blödes Wort immer. Ich müsste jetzt rechnen, wie viel Läden ich da abgeklappert habe. Also ich sag mal, grob geschätzt 4 Netto-Läden, weil im Netto gab es das als Angebot, nur mal so als Tipp, falls ihr das noch nicht mitgekriegt habt. Und ja, ein paar Teddys und ein paar Kicks habe ich auch mitgenommen, glaube ich, beziehungsweise war drin, seht ihr ja in dem Video. Und wie gesagt, das soll es auch gewesen sein, wollen wir ja nicht so lange rumschwafeln hier. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat, und ja, wünsche euch Glück bei der Suche, dass ihr eure 5-Packs findet, die ihr wollt. Und ja, wie gesagt, Grüße ihn rüber, wie immer, und ringehauen, würde ich sagen. Viel Spaß beim Video. Jeha! 5-Pack-Jagd hiermit beendet. Erfolgreich abgeschlossen. Jawohl! Tschüss, macht's gut. Bin ja auch.